Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Wenn wir es über den Landweg schaffen und das Mittelmeer meiden können, dann haben wir eine größere Chance zu überleben. Das hat hier in den Tagesthemen einmal ein Flüchtling aus Syrien gesagt. Deshalb nehmen so viele Flüchtlinge derzeit auch die Route über den Westbalkan. Doch die Menschen, die gestern in einem LKW auf einer Autobahn in Österreich gefunden wurden, hatten keine Chance. 71 Menschen, von denen zumindest einige wohl auch dem syrischen Bürgerkrieg entflohen waren, mussten kurz vor dem Ziel sterben. Sie hatten sich Schleppern anvertraut und wurden Opfer eines lebensgefährlichen Geschäfts. Susanne Glass. Trauriger Alltag am Grenzübergang Nickelsdorf zwischen Ungarn und Österreich. Hierher bringt die österreichische Polizei die Menschen, die sie auf der A4, der sogenannten Ostautobahn, aufgegriffen hat. Weil sie orientierungslos herumgeirrt sind oder aber, weil man sie in einem Schlepperfahrzeug entdeckt hat. Viele der Flüchtlinge machen sich schon wenig später zurück auf den Weg zur Autobahn Richtung Westen. Trotz der Gefahr und der Nachricht über das Drama, dessen Ausmaß heute noch schlimmer war als befürchtet. Von 20 bis 50 Toten war man gestern ausgegangen, aber es waren sogar 71 Menschen, die Schlepper in den Laderaum dieses Kühllastwagens gepfercht hatten. 4 Kinder, 8 Frauen, 59 Männer. Vermutlich sind sie erstickt. Offenbar kamen die Opfer aus Syrien. Es wurde auch im Zuge der Ersterhebungen hier ein syrisches Reisedokument vorgefunden, sodass wir in einem ersten Ansatz natürlich davon ausgehen, dass es sich hier um Flüchtlinge handelt. Die Ermittler gehen von einem internationalen Menschenhändlernetzwerk aus. Das Fahrzeug wechselte mehrfach dubiose Besitzer, hatte ein ungarisches Kennzeichen. Es fuhr am Mittwoch in der Nähe von Budapest los, wurde am Donnerstag auf dem Pannenstreifen der Ostautobahn gefunden. Inzwischen wurden in Ungarn 4 mutmaßliche Schlepper festgenommen. Ein schneller Erfolg in einem insgesamt aussichtslosen Kampf. Oft werden die Schlepper mit dem Berufsverkehr frühmorgens transportiert und da ist es nahezu unmöglich, jedes Fahrzeug zu kontrollieren. Die Regierung in Wien hat die Flüchtlingstragödie auf der Ostautobahn als Weckruf bezeichnet, der auf tragische Weise offensichtlich mache, was überfällig sei. Zum Ersten ist es wichtig, aus den Krisen- und Kriegsregionen legale Wege nach Europa zu schaffen. Zum Zweiten ist es wichtig, an den Ursachen anzusetzen, die Ursachen zu beheben, Perspektiven für die Menschen in den Regionen zu schaffen. Und Europa müsse endlich zu einer gemeinsamen Lösung kommen, damit mit solchen menschenunwürdigen Szenen Schluss ist. Es geht nur über legale Wege, sagt also heute die Innenministerin von Österreich, um all die Menschen, die nach Europa fliehen, vor skrupellosen Schleppern zu bewahren. Ein Vorschlag, den europäische Spitzenpolitiker gar nicht gern hören, angesichts dieser Tragödie nun aber immerhin werden diskutieren müssen. Weil nämlich Flüchtlinge nur illegal nach Europa kommen können, sind sie denen hilflos ausgeliefert, die ihnen viel Geld abknöpfen, um sie dann auf engstem Raum in Booten oder eben in stickigen Lkw zusammenzupferchen. Alina Stiegler und Ayman Abdulaziz Said haben heute in 2 Hamburger Unterkünften mit Flüchtlingen über ihre Erlebnisse mit Schleppern gesprochen. Die Schlepper sind meist keine netten Menschen. Du musst tun, was sie sagen. Sie schlagen, manchmal töten sie sogar. Vor allem in Libyen wird man geschlagen, wenn man nicht genug bezahlt. So viele Menschen sind durch die Schläge und Krankheiten gestorben. In der Türkei gab es Leute, die kein Geld mehr hatten. Die mussten dort arbeiten und Geld sparen, um die Schlepper bezahlen zu können. Es gibt auch welche, die kostenlos über das Meer kommen. Die müssen dafür die Boote steuern, obwohl sie keinerlei Erfahrung haben. Ich
Es sollten 500 Leute auf dem Boot sein. Es waren aber mehr als 700. Wir konnten uns nicht setzen, durften uns nicht einmal beschweren. Sonst wurden wir misshandelt. Wir haben das Geld zurückbekommen, als die erste Überfahrt nicht geklappt hat. Da haben wir Glück gehabt, denn das Geld war nur geliehen. Woher sollten wir denn so viel Geld haben? Tja, das war die einzige halbwegs positive Antwort, die unsere Reporter heute erhalten haben, obwohl sie alle Flüchtlinge immer wieder auch nach guten Erfahrungen mit Schleppern gefragt hatten. Das Bild von Heidenau wieder gerade rücken. Darum sollte es gehen beim Willkommensfest für die Flüchtlinge in der sächsischen Kleinstadt. Doch nachdem am vergangenen Wochenende Rechtsradikale vor dem Asylbewerberheim randaliert hatten, verhängte der Landkreis für dieses Wochenende ein Versammlungsverbot. Ausfallen sollte auch das Willkommensfest heute, mit dem die Heidenauer den Flüchtlingen zeigen wollten, dass sie nicht hinter dem Mob stehen. Von vielen Seiten wurde das als ein Einknicken vor den Rechtsradikalen kritisiert, als ein Eingeständnis, wir können euch vor denen ohnehin nicht beschützen. Warum das Fest dennoch stattfand, Danko Handrik. Sie können gar nicht genug bekommen, spielen und feiern bis in die Abendstunden. Das Willkommensfest ist beendet und auch die Gegner des Asylbewerberheimes, die auch demonstrieren durften, sind auf dem Heimweg. Alles lief bislang ruhig und entspannt. Ende gut, Anfang schlecht. Sachsens Innenminister wird auf dem Willkommensfest nicht willkommen geheißen. Seine Behörde meinte im Vorfeld, man hätte nicht genügend Polizisten. Das Landratsamt verhängte ein Versammlungsverbot. Dafür wird der CDU-Politiker ausgepfiffen, muss nach wenigen Minuten das Fest verlassen. Das ist richtig. Also insofern scheint manches auf meine Person projiziert zu sein. Aber ich bin trotz alledem froh, dass dieses Fest heute hier so stattfinden kann. Ganz anders die Stimmung, als Kabinettskollege und Sachsens SPD-Vorsitzender Martin Dulich zum Fest kommt. Dass Sachsens Polizei erst meinte, nicht genügend Polizisten zur Verfügung zu haben, für ihn unverständlich. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ein Staat in der Lage sein muss, genügend Polizistinnen und Polizisten zu organisieren, gegebenenfalls auch mit Hilfe des Bundes oder anderer Bundesländer, um die Sicherheit zu gewährleisten, die vielfältigen Veranstaltungen in und um Heidenau abzusichern und generell die Sicherheit im Land zu gewährleisten. Das erwarte ich von einem Staat, weil wir sind einem Rechtsstaat und da muss das auch gewährleistet werden. Das Verwaltungsgericht Dresden hat am Mittag in einem Eilverfahren das Versammlungsverbot gekippt. Der polizeiliche Notstand sei nicht ausreichend begründet. Morgen und übermorgen darf aber in Heidenau nicht demonstriert werden, so am Abend das Oberverwaltungsgericht. So wurde heute aber getanzt und gelacht, Spenden an die Flüchtlinge verteilt. Bis nach Berlin hatte es sich schnell herumgesprochen, dass ein Willkommensfest in Sachsen nicht willkommen sei. Ich teile die Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei. Das wäre ein Kniefall gewesen vor Rechtsradikalen. Den gibt es in Deutschland nicht. Wir werden nicht zurückweichen. Es gibt keinen Quadratzentimeter dieses Landes und keine Sekunde, wo Rechtsradikale bestimmen, wo es hier lang geht. Es freut mich, dass das die Staatsregierung in Sachsen mittlerweile auch so sieht. Ende gut, alles gut. Die Polizei verteidigt sich, sieht die Diskussion im Vorfeld auch als eine Art Hilferuf. Es gab einfach zu wenig Beamte. Es ist immer einfach zu sagen im Nachhinein, nur weil es ruhig geblieben ist, dass wir zu viel verlangt hätten oder überdurchschnittlich viel veranschlagt hätten. Es hätte ganz leicht auch anders ausgehen können. Das hat man vorher nicht in der Hand. Wir verstehen das als unsere Art von Verantwortung zu zeigen, zu sagen, was können wir leisten, was kann man von uns erwarten. Zumindest ihre Erwartungen sind in Erfüllung gegangen. Asylbewerber meinten, wir haben für einige Stunden unsere schwierige Flucht vergessen und einfach mal nur viel gelacht. Den Streit um das Versammlungsverbot in Heidenau kommentiert Florian Meßmann vom Mitteldeutschen Rundfunk. Bürger aus Heidenau und Umgebung haben heute mit Flüchtlingen ein friedliches Willkommensfest gefeiert. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen am vergangenen Wochenende haben sie gezeigt, dass es in Heidenau auch Unterstützung für die Flüchtlinge gibt, nicht nur dumpfen Fremdenhass. Doch das zuständige Landratsamt hätte das beinahe verhindert, mit einem Versammlungsverbot. Man verfüge leider nicht über genügend Polizeikräfte, so hieß es noch am Morgen, um das Fest vor teils rechtsextremistischen Gegendemonstranten zu schützen. Inzwischen haben Gerichte das Versammlungsverbot für das Willkommensfest zwar aufgehoben, doch das verheerende politische Signal der zuständigen sächsischen Behörden bleibt. Jedes Wochenende begleiten tausende Beamte Bundesligaspiele im ganzen Land
Und für Heidenau gibt es keine Polizisten, um eine Veranstaltung zu schützen? Ist die Staatsmacht so schwach, dass eine radikale Minderheit beinahe verhindert hätte, dass Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt werden? Ich finde es unerträglich, wenn Flüchtlinge in Heidenau und anderswo nach einer oft lebensgefährlichen Reise mit Hassparolen und auch Gewalt empfangen werden. Ich finde es geradezu empörend, wenn sich die Staatsmacht dieser Bedrohung nicht mit aller Entschlossenheit entgegenstellt. Bürger, die mit ihrem Engagement für die Werte unseres Grundgesetzes einstehen, müssen sich überall auf den Schutz der Polizei verlassen können. Genauso wie die Flüchtlinge, deren Unterkünfte inzwischen an vielen Orten in Deutschland angegriffen werden. Florian Meßmann kommentierte: In dieser Woche brannten fast täglich Flüchtlingsunterkünfte. Heute wurde wieder ein Anschlag verübt, dieses Mal in Niedersachsen auf ein bewohntes Flüchtlingsheim. Die Nachricht mit Susanne Daubner. In Salzhemmendorf bei Hameln warfen Unbekannte einen Molotow-Cocktail in ein ehemaliges Schulgebäude, in dem etwa 30 Asylsuchende untergebracht sind. Verletzt wurde niemand. SPD-Generalsekretärin Fahimi warf den Tätern vor, zum offenen Terrorismus gegen Flüchtlinge übergegangen zu sein. Die Wut und die Entschlossenheit sind ihnen anzumerken. Ein breites Bürgerbündnis sagt Nein zu Fremdenhass und heißt seine Flüchtlinge noch einmal extra willkommen. 2000 Bürger sind es am Abend. Salzhemmendorf im Weserbergland, eine Gemeinde mit 9200 Einwohnern. Ausländerfeindlichkeit war hier bislang nie zu spüren. Im Gegenteil, das Zusammenleben mit den 68 Flüchtlingen im Ort verlief friedlich. Der Angriff auf ein bewohntes Flüchtlingsheim kommt völlig überraschend. Das war hier versuchter Mord, um die Dinge klar beim Namen zu nennen. Das, was hier geschehen ist, das hat bewusst in Kauf genommen, dass Kinder, Frauen und Männer ganz am Ende verbrennen können. Gegen 2 Uhr nachts warfen Unbekannte einen Molotow-Cocktail durch das geschlossene Fenster des Flüchtlingsheims. Eine Matratze und ein Teppich geraten in Brand. Eine 34-jährige Mutter aus Simbabwe und ihre 3 Kinder haben Glück. Sie hielten sich zu dieser Zeit in einem Nebenraum auf und der Sprengsatz war nicht richtig explodiert. Am Abend meldet die Polizei, dass 3 Männer festgenommen wurden. 2 sollen die Tat bereits gestanden haben. Auch auf dem Mittelmeer ist es wieder zu einer Flüchtlingstragödie gekommen. Vor der libyschen Küste kenterten ein Schlauchboot und ein Holzkahn. Mindestens 200 Menschen seien ertrunken, so die Küstenwache des nordafrikanischen Landes. Etwa 200 wurden gerettet. Nach den Krawallen in Heidenau haben die Bundesländer ihre Argumentation im NPD-Verbotsverfahren erweitert. In einem neuen Schriftsatz für das Bundesverfassungsgericht heißt es, die NPD erzeuge in Teilen Ostdeutschlands eine Atmosphäre der Angst, die demokratische Prozesse beeinträchtige. Die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Heidenau hatten nach einer Demonstration begonnen, zu der die NPD aufgerufen hatte. Antrittsbesuch des neuen polnischen Präsidenten Duda in Berlin. Im Mittelpunkt des Treffens mit Bundespräsident Gauck stand die Flüchtlingsproblematik. Gauck forderte von Duda mehr Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen. Polen lehnt es bisher ab, die Menschen nach Quoten auf alle EU-Staaten zu verteilen. Duda verwies darauf, dass Polen möglicherweise noch mehr Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen müsse. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking hat Cindy Rohleder über 100 Meter Hürden überraschend Silber gewonnen. Rohleder musste sich nur der Jamaikanerin Danielle Williams geschlagen geben. Im Endspurt hatte sich die Leipzigerin auf den 2. Platz gekämpft und lief mit persönlicher Bestzeit ins Ziel. Es ist die 6. deutsche Medaille bei dieser WM. Und das Wetter beschert uns allen noch mal ein hoffentlich goldenes Sommerwochenende, Claudia Kleinert. Ja, Karin, sogar ein Hochsommerwochenende, bevor dann nächste Woche zumindest meteorologisch ganz korrekt der Herbst anfängt. Aber das Wetter zeigt sich dieses Wochenende nochmal von der sehr sommerlichen Seite. 6 bis 10 Stunden Sonnenschein kriegen wir eigentlich morgen überall in Deutschland. Und über den Norden sind sogar mehr als 10. 6 bis 10 dann auch nochmal über der Mitte, wo noch so ein paar Wolkenfelder rumhängen. Über 10 Stunden auch im Süden. Am Sonntag streift dann den äußersten Norden schon so eine Gewitterlinie. Deswegen dort unter 6 Stunden. Sonst 6 bis 10 Stunden von Niedersachsen rüber bis nach Vorpommern und in weiten
Teilen Deutschlands sind es über 10 Stunden. Dazu wird es sehr warm. Im äußersten Norden erträgliche 24 bis 26 Grad. 29 Grad im Westen morgen. Am Sonntag sind es da 35 Grad. Dann werden es im Rhein-Main-Gebiet sogar 37 Grad sein. Also insgesamt in der Südhälfte deutlich über 30. Am Sonntag über 35 Grad. Und jetzt in der Nacht haben wir es noch mit so einzelnen letzten dickeren Wolken zu tun. Die letzten Schauer fallen dann in sich zusammen. Guter Blick auf den Vollmond, weil der Himmel sonst oft sternenklar ist. Die Temperaturen gehen zurück auf 17 bis 9 Grad. Morgen Vormittag dann, wie ihr eben gesehen, viel Sonnenschein, vor allem nach Norden und Süden hin. Über der Mitte noch ein paar kompaktere Wolken. Ganz am frühen Morgen vielleicht auch einzelne Nebelfelder. Am Nachmittag dann verbreitet sonnig mit lockeren Quellwolken und sehr warm. Die Temperaturen steigen eben in der Nordhälfte schon meist auf 24 bis 29 Grad, 32 bis 35 Grad im Süden. Der Wind dazu meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Und dann streift den Nordwesten schon eine erste Gewitterfront am Sonntag. Das wird nicht allzu viele treffen, sonst verbreitet sonnig und sehr heiß mit bis zu 37 Grad. Am Montag dann aus Nordwesten zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Dahinter kommt dann auch weniger warme Luft, aber am Montag zuvor im Osten und Süden noch sehr heiß. Ab Dienstag dann für alle deutlich gedämpftere Werte und dann ist es vorbei mit dem Hochsommerwetter. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für die Aussichten. Und wir verabschieden uns. Hier geht es jetzt weiter mit dem Kölner Tatort Trautes Heim. Und gegen 1:10 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Bis morgen.